Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir eine Brokkoli-Currysuppe. Dafür schneiden wir den Brokkoli zunächst einmal in kleine Röschen und waschen diese gut ab. Dann schälen wir eine Zwiebel ab und drei Knoblauchzehen. Außerdem schneiden wir den Ingwer in ein 2 cm großes Stück und schälen diesen ebenfalls ab. Dann schneiden wir die Zwiebel in kleine Stücke. Das Ingwerstück hacken wir klein, genauso wie die drei Knoblauchzehen. Dann geben wir ein Stück Butter in den Topf und zerlassen diese. Parallel dazu können wir schon einmal 700 ml Gemüsebrühe vorbereiten. Zur Butter geben wir dann die Knoblauchzehen und die Zwiebel hinzu. Diese kurz anrösten und dann 1 Esslöffel Currypulver und 1 Esslöffel Kurkuma hinzugeben. Das Pulver ebenfalls kurz anrösten und dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Das Ganze kurz aufkochen und dann die Brokkoliröschen hinzugeben. Diese ca. 5 bis 7 Minuten kochen, bis auch die Stiele schön durch sind. Dann geben wir auch den Ingwer hinzu und geben eine Dose Kokosmilch hinzu. Das Ganze gut durchmischen, kurz aufkochen und dann mit Salz und Pfeffer würzen. Bei Bedarf kann auch noch etwas Zitronensaft hinzugegeben werden. Das Ganze dann gut pürieren, bis eine schöne Suppe entstanden ist. Bei Bedarf kann die Suppe auch noch mal auf die Platte gestellt werden und etwas reduziert werden. Und fertig ist die leckere, cremige Brokkoli-Currysuppe. Lasst es euch schmecken und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!